Kennt ihr eigentlich die unterschätzte Gefahr, die draußen auf die Menschen lauert, sobald es warm wird? Sobald die Temperaturen steigen und sich beständiges sonniges Wetter einstellt, verbringen wir Menschen unsere Zeit gerne wieder draußen. Spazieren gehen, mit Freunden im Park treffen, eine schöne Wurst bzw. für die Vegetarier Gemüse grillen und dabei die Sonne unbeschwert auf die Haut scheinen lassen. Das sind nur eine der vielen Möglichkeiten, welche uns der Sommer wieder ermöglicht. Corona lasse ich mal außen vor. Es ist die mit Abstand schönste Zeit im Jahr. Schließlich würden sonst nicht so viele Leute in ihren Urlaub der Sonne hinterherreisen. Mit den steigenden Temperaturen werden die Klamotten kürzer und der Hormonspiegel im Körper steigt. Verständlich, wer mag keine Frauen in kurzen Klamotten oder Männer mit freiem Oberkörper? Zumindest wenn die nett anzusehen sind. Spätestens mit den Warmtemperaturen zieht es uns Menschen magisch ans Wasser. Egal, ob an den Fluss, Kanal, Teich, See, Pool, Schwimmbad oder das große Meer mit seinen schönen Stränden. Da kommen ja echt richtig viele schöne Erinnerungen hoch. Doch irgendwie löst dieser ganze Hormoncocktail und das Wasser etwas in uns Menschen aus. Naja, hauptsächlich bei den Jüngeren des männlichen Geschlechts, denn das weibliche Geschlecht ist dann doch etwas, ja, zurückhaltender und bedachter in ihrem Handeln, genau wie die Erwachsenen größtenteils ruhiger geworden sind. Irgendwie sind wir Kerle halt gerne abenteuerlustig und etwas risikobereiter als das weibliche Geschlecht. Gerade am Wasser gehen deshalb viele Menschen vollkommen unnötig irgendwelche Risiken ein. Bei der Gefahr, die ich vorhin meinte, geht es um die sogenannten Flachkörper oder auch Kopfsprünge in flaches Wasser, welche durch die Werner-Filme sehr bekannt wurden. Flachkörper macht Laune. Ja. War doch spitze, Flachkörper machen. Die einen machen es als Mutprobe, einige, um den weiblichen Geschlecht zu imponieren und andere wiederum einfach nur, weil sie denken, es ist cool oder eine Wette verloren haben. Doch über die Risiken machen sie sich in diesem Moment die wenigsten Gedanken. Das Schlimme daran ist, dass andere einen noch ermutigen. Das ist nicht tief. Das ist Flo. Flo, mach keinen Körper, du titscht auf. Mach Bauchklatscher. Bauchklatscher, ja. Oder sich darüber schlapplachen. Teilweise sogar noch, wenn sich jemand offensichtlich wehgetan hat. Wenn ich solche Bilder sehe, dann wird mir teilweise richtig schlecht. Denn auch ich war mal einer dieser jungen Typen, welcher sich beweisen wollte, als ich von dieser Stelle runter in den See gesprungen bin. Von einer 2,50 Meter hohen Mauer in nur ca. 1,50 Meter tiefes Wasser ist eine echt blöde Idee. Zweimal war ich sogar so blöde. Das erste Mal ist alles gut gegangen und ich war echt erschrocken, wie flach das Wasser überhaupt ist. Denn ich wusste nicht, wie flach der See ist und bin ein paar Bekannten hinterhergesprungen. Eine Woche später wollte ich den gleichen Blödsinn nochmal machen, ja. Das dann sogar noch, obwohl mein Bauchgefühl gesagt hat, lass es. Zu diesem Zeitpunkt fand ich die Idee klasse und habe es gemacht. Nur dieses Mal ging nicht alles gut und ich bin auf den Grund aufgekommen. Dabei habe ich mir das Genick gebrochen. Seit diesem Moment bin ich vom Hals abwärts querschnittgelähmt und viel auf Unterstützung anderer Menschen angewiesen. Die neue Situation war echt sehr hart für mich und es hat ewig gedauert, bis ich damit zurechtkam. Eine Zeit lang war ich wegen der Folgen sogar Dauergast im Krankenhaus und das war wirklich nicht schön.
Ich bin wieder hier in meinem Revier. Nach einem langen und harten Weg führe ich jetzt mittlerweile wieder ein gutes Leben. Auch wenn ich heute noch mal Phasen habe, an denen ich durch diese Situation echt zu knabbern habe. So ergeht es nicht nur mir, sondern auch den Menschen, die mit mir an diesem Tag da waren und sich manchmal daran erinnern. Man kann nicht davon ausgehen, dass solche Sachen ohne Konsequenzen bleiben, wenn mal etwas schief läuft. Es gibt Jahr für Jahr genügend Menschen, die eine Querschnittlähmung davontragen und gegebenenfalls an der Situation bzw. deren Auswirkungen dann kaputt gehen. Im schlimmsten Fall kann man sogar vor Ort versterben. Kein Mensch ist unverwundbar und sowas kann grundsätzlich jeden treffen, welcher so ein leichtfertiges Risiko eingeht. Damals hätte ich selbst nie gedacht, dass mir sowas passiert und trotzdem ist es mir passiert. Es war genau heute vor 13 Jahren, als ich meinen Unfall hatte. Und während ihr dieses Video sehen könnt, bin ich jetzt im Stadtpark und werde mein Bierchen darauf trinken, denn ich habe meinen Frieden gemacht. Das kann nur leider nicht jeder. Darum möchte ich euch bitten, dass ihr euer Umfeld für diese Thematik sensibilisiert. Teilt gerne dieses Video. Ich wünsche euch einen gesunden und schönen Sommer.